Scheiß Magier. So, jetzt haben wir natürlich halt wieder ein bisschen Schiffe eingebüßt. Weil ich nicht so ganz manövriert habe, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Komme ich denn an den Turm ran? Nein. Nie und nimmer. So, machen wir uns auf jeden Fall erstmal neue Schiffe. Besonders halt die Kanonenbomber. Ne, während das Gold immer noch fleißig abgebaut wird. Hier, die machen wir. Dann können wir einfach darüber herfliegen und sie alle fertig machen vielleicht. Dann können wir uns langsam auch die Infanterie gestalten. Ein paar Grunzer und Ogre sehr gerne. Sehr gerne Ogre. So, hier hinten dann schon mal ein weiteres Häuschen bauen. Ja, mal noch was. Aber bauen. Bauen, 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 bauen. Nebenbei. In der Schmiede hier mal alles auswerten, damit wir mehr Angriffskraft und mehr Verteidigung haben mit der Infanterie. Für den Fall ist, dass da noch irgendwas ist, was wir nicht haben wollen. Na, man weiß ja, wie das ist. So. Bereit, Meister, aber ich nicht. Was, wo? Achso, hier, so ein Greif. So. Das war der Greif. Warum wollt ihr hier nicht abholzen? It's mir ein Rätsel. Ganz ehrlich, it's mir ein Rätsel. So. Machen wir nochmal eine Ogre-Runde hier. Das wird schon irgendwie. Hoffe ich. Hier nochmal ein paar mehr. Wir haben, glaube ich, hier auch noch irgendwo was. Hier, so ein Türmchen vergessen. Bereit, Meister, aber ich frage mich auch, ob das eine einzige Goldmine ist. Aber ich nicht. Bereit, Meister, aber ich nicht. Hm. So, Ogre haben wir erstmal. Ein paar Grunzer dazu. Na, auch nochmal so ein Grunzertrupp sozusagen. Hier nochmal aufwerten. Solange wir das Gold oder das Holz dafür haben, warum nicht? Schiff fertig gebaut. Ihr Befehl, Meister. Ihr Befehl, Meister. Ich meine, so ein 0815-Turm kriegen wir auch so platt mit der Infanterieeinheit. Du bist der Captain. Aber man weiß ja nie. So, wie viele Kanonenschiffe habe ich denn da oben? 3, ne? Ja. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall nochmal weitere 3. So. Einmal hier Häuschen bauen. Man kann niemals genug Häuschen haben. Ja, okay, gut. Das war jetzt zu erwarten. So, macht mal hier. Das Holz müsste auch so langsam gleich weg sein. Wir haben auch einen Laufweg von, hast du nicht gesehen. Das wird sich bald ändern. Wenn hier das Haupthaus ist, ne, und die dann hier alles abholzen, dann ändert sich das schon schlagartig. Gold haben wir noch 16.000 drin. Das heißt, so langsam müssen wir halt tatsächlich, ne, dafür sorgen, dass der Gegner vernichtet wird. Er mal dann auch dafür sorgen, dass sein Greifenhort dann halt beseitigt wird. Das wäre ja eigentlich ganz schön. Aber hier müssen wir auch was mal finden. Ne? Wir bessern hier erstmal alles aus. Bevor wir irgendwas hier mit dem Angriff machen, erstmal alles ausbessern. Von den Todesrettern bin ich immer noch nicht sehr überzeugt. Wobei, die haben ja irgendwie so einen Fernkampfangriff, der ziemlich weit reicht. Aber trotzdem. So.
Zack. So. Ich weiß noch nicht, ob ich einen weiteren Drachen baue, weil der hier ist ja fast hinüber. Komm, machen wir's. Die sind ja schon sehr, sehr heftig. Und sollte ich dann halt auch noch hier die Zoogamagiern ausbauen und sowas, dann sieht's ja auch nochmal ganz anders aus. Ne, mit dem Altar der Stürme. Ich lasse es erstmal. Wir kriegen das auch so hin. Theoretisch würde ich gerne die halt die Kraft der Drachen sehen, halt mit Kampfrauschen. Hast du nichts gesehen, ne? Aber ich habe da so meine Befürchtungen, so ein bisschen. So. Achso. Na gut, dann können wir nicht die letzte Grunzerrunde starten hier. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. So. Jetzt aber. So, dann bau du nochmal einen Hof. Man weiß ja nie. Aber die Angriffe von ihm lassen jetzt auch schon stark nach. Wahrscheinlich hat er im Moment auch nicht mehr so viel. Zumindest nichts für irgendwelche Greifen. Wir gucken mal hier, ob er hier wieder irgendwo zu mir laufen möchte oder so. Und wieder irgendwo festhängt. Ja, tut er. Das ist schön. Das freut mich ja jetzt schon. Weil so kann ich ihn natürlich auch sehr, sehr einfach vernichten. Wenn er jetzt das dann wieder und wieder und dann wieder und dann wieder macht, hat er relativ wenig Chance, möchte ich mal meinen. Hallo! Ja, halt euch doch hoch. Mir doch egal. So, jetzt zurück zum Rest der Mannschaft. Bevor jetzt hier noch ein Greifer ankommt und sagt, hey, listen, hey, ne? So, ihr hier, mal sammeln hier vorne, ungefähr hier, damit ihr dennoch halt, ne, im Schutz der Axtwerfer seid. Katapultstärke brauche ich jetzt nicht wirklich, aber apropos Katapult, ich werde mein Katapult natürlich hier ranholen, wenn ich es finde. Katapult, 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 ich hatte doch irgendwo ein Katapult, da ist ein Katapult. Na, einfach nur für den Fall des Falles, dass wir da irgendwas haben, was wir zerstören müssen, so auf Reichweite und so. Deswegen ist er nicht verkehrt. Okay. Haben wir das soweit? Geht mal hier ein Stückchen weiter. Damit ihr erstmal ein bisschen distanziert steht von dem Rest. Baut er sich hier schon wieder neu auf? Nein, tut er nicht. Muss er auch nicht. Dann düsen wir hier bis nach hier hin. Sammelt euch mal hier vernünftig, damit ich euch besser in so einen Rahmen hier ziehen kann. So. Ne, für den Falle eines Falles. Das war der Turm. Hier ist noch so ein Kanonenturm. Sehr schön. Magier auch weg. Da ist so eine Balliste. Können wir die rausziehen? Kommt die mit? Sieht nicht danach aus. Doch, sie ist da. Sehr schön. So eine Balliste zu zerstören ist immer sehr gut. Und wir ziehen weiter. Er kommt immer noch nicht mit Greifen an. Das macht mir ein bisschen Gedanken. Apropos nicht mit Greifen ankommen.
Ich ziehe euch mal nach wegen für den Fall eines Falles. So. Siehst du, da ist nämlich hier ein U-Boot. So, genau wegen sowas. Wir kommen hier wieder in den Hafen näher hin. Du bist der Captain, mit Vergnügen. Du bist der Captain. Und in Hafennähe ist natürlich immer Gefahr für sowas. Hier mal auf das Ding. Sehr schön. Bitte einmal auf den Turm. Bitte einmal auf den Turm. Sehr, sehr schön. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hallo, ich bin ein Zeppelin. Sie greifen uns an. Du bist der Captain. Sehr nice. Du bist der Captain. Du bist der Captain. So, und sobald wir einmal rum sind und alle Türme zerstört haben, kommt die Infanterie zum Einsatz. Du bist der Captain. Du bist der Captain. Ich bin der Captain. Das sagt ihr immer so schön. Ich fühle mich jedes Mal wieder aufs Neue geehrt. Ich lüge auch nur ein bisschen. So, hier kommen wir wieder in Hafen näher. So. Na, weil hier um die Ecke ist halt wieder mal ein Hafen. Wo sind eigentlich seine ganzen Schiffe hin? Hat er die alle uns entgegengeschmissen? Also hat seine ganz normalen Schussschiffe. Da ist noch eins. Ne, komm ich nicht ran, verdammt. Geht mal hier ein bisschen raus. Oh shit, da ist hier so ein Dingens. Schlecht, 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 schlecht. U-Boot ist in der Nähe. Ganz, ganz schlecht. Jetzt haben wir natürlich unsere Kanonenwerfer hier alle verloren. Aber wir sind eh so gut wie rum. Da ist noch eine Balliste, die will ich gerne zerstören. Sehr schön. Ah, Kacke. Kacke, 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 kacke. Jetzt hier auf den letzten Metern, Meister. So, Gold ist leer. Das ist auch immer schlecht. Macht mal hier den Hafen kaputt hier. Noch gebut. Wo ist denn hier mein Zeppelin? Mein Zeppelin ist da mittendrin, okay. Also ein, zwei Kanonenschiffchen sollte ich jetzt noch haben. Gerade halt, weil mein letztes hier irgendwie noch 8 HP hat. Na und dann mal gucken. Ich finde gut, dass du ein ganzes Gold dafür ausgibst, hier das Ding zu reparieren. Solltest ja jetzt auch nicht mehr so viel Gold haben. Behaupte ich mal jetzt einfach. Gut, dass ihr da rumsteht. Okay, schade. Dachte, ich krieg da hier so ein Peon, so ein Arbeiter. Falsch gedacht. So, du darfst jetzt hier zurück ins Holz. Holz, 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 Holz. So, machen wir jetzt 2, 3 Schiffchen oder sowas. Mit den 2, 3 Schiffchen gehen wir dann halt zum Rest des Schützenfestes hier. Hier sammeln wir uns, bevor wir dann da reingehen. Du bist der Boss. Ich werde so sterben, so sterben, so elendig sterben. Alles klar. Alles klar. Schiff fertig gebaut. So,
Das war's an Peons hier, die hier nichts zu tun haben? Okay.